Wir zeichnen einen Würfel und einen Quader im Schrägriss. Schaut dann am Ende so aus. Oben einen Quader, unten einen Würfel. Wir müssen uns gut positionieren, damit wir genug Platz haben. Ich habe das schon abgemessen. Wir beginnen hier 11 cm von oben und 5 cm von links. Die Angaben dazu sind, der Quader hat eine Kantenlänge A 6 cm, B 4 cm, die werden wir auf die Hälfte verkürzen, auf 2 cm, und die Höhe 7 cm. Und mit dem Quader werden wir beginnen, den zeichnen wir oben. Ich zeichne mit meinem dicksten Bleistift HB2 die sichtbaren Kanten. Ich bewege mich dazu hier zu 18 cm. Beginne 5 cm vom linken Rand weg. Die Kantenlänge A war 6 cm, das heißt, ich zeichne von 5 bis 11 die Kante A. So, dann zeichne ich von den Eckpunkten nach oben 7 cm. Und verbinde oben die Eckpunkte. Für die schrägen Kanten nach hinten arbeite ich jetzt mit einem ganz dünnen Bleistift, hier mit meiner Führungsschiene, mit meinem Lineal und einem Geodreieck drauf positioniert, dass ich verschieben kann. So bin ich genau im 45-Grad-Winkel. Ich zeichne diese Kanten zuerst einmal ganz dünn. Mit meinem dünnsten Bleistift. Ich werde die nachher nachziehen, weil die Länge der Kanten nach hinten schlage ich mit dem Zirkel ab. Daher mal nur ganz dünn. Die unsichtbare Kante hier, die werde ich strichlieren. Immer 4 mm Strich, 1 mm Abstand. Die Kante B ist 4 cm verkürzt und die Hälfte sind es 2 cm. Das heißt, ich spanne 2 cm in meinen Zirkel ein, hier auf meinem Geoboard. So, und schlage die 2 cm von den Eckpunkten aus ab. Die sichtbaren Kanten verbinde ich mit meinem dicksten Bleistift HB2. Die unsichtbaren Linien, da arbeite ich wieder mit der strichlierten Linie. 4 mm Linie, 1 mm Abstand. Und die schrägen sichtbaren Kanten ziehe ich nochmal mit einem dicken Bleistift nach. So, bin mit meinem Quader fertig. Mein Würfel hat
eine Kantenlänge von 7 cm, auch wieder 45 Grad Schrägriss und verkürzt auf die Hälfte. Ich beginne mit meinem Würfel hier 2 cm über den Schriftfeld und hier auch 5 cm vom linken Rand weg. Das bedeutet, ich mache das jetzt nicht millimetergenau. Ich bin hier bei, mit meinem Schriftfeld nehme ich bei 2,7. Ich sage mal 3 plus 2 sind 5. Ich beginne hier links bei 5 cm. Hier vom linken Rand weg auch 5 cm. Kantenlänge 7. 5 plus 7 sind 12. Ich zeichne 7 cm in die Höhe. Verbinde die Eckpunkte. Zeichne ich wieder mit meinem dünnsten Bleistift hier die unsichtbare Kante nach hinten strichliert. Um die 45 Grad zu schaffen, kann ich genauso meine Führungsschiene senkrecht einspannen und hier das Geodreieck hier auf die Führungsschiene legen und bin hier auch im 45 Grad Winkel. Die strichlierte Linie machen wir wieder 4 mm Linie, 1 mm Abstand. Die sichtbaren Kanten mache ich wieder durchgehend. Zuerst einmal ganz dünn. Mein Würfel hat eine Kantenlänge von 7 cm, nach hinten verkürzt, auf die Hälfte sind 3,5. Ich spanne 3,5 cm in den Zirkel ein und schlage von den Eckpunkten aus ab. Die sichtbaren Kanten kann ich als durchgehende Linie zeichnen. Ich verbinde diese Markierungen. Und mit dem dünnsten Bleistift mache ich die unsichtbaren Kanten wieder strichliert. Und die schrägen sichtbaren Kanten ziehe ich nochmal nach. Mit einem dickeren Bleistift. Zum Schluss beschrifte ich das Blatt noch.